Hallo, in diesem Video werden wir Abfragen erstellen mit dem SQL-Schlüsselwort in. Und wie in funktioniert, ist relativ einfach. Nehmen wir an, ich suche jetzt nach gewisse Fahrer. Ich habe hier eine normale Abfrage, die sucht nach Vorname, Nachname, Nation von einer Tabelle Fahrer. Und diese Tabelle listet alle Formel 1-Fahrer da. Jetzt will ich eine Suche machen, und zwar, wir sagen so, where. Nation. Und jetzt hier, ich suche nach Fahrer, die aus Deutschland, Schweiz oder Österreich kommen. Und deswegen hier suche ich nach drei Sachen. Ich könnte natürlich sowas schreiben, wo Nation ist gleich German und dann or. Und dann Nation ist gleich Swiss. Und dann or Nation ist gleich Austrian. Das wäre machbar. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann erhalte ich diese Fahrer da. Eine einfachere Methode, wie man das machen kann, ist so: Man sagt, where nation oder Nation in und dann Klammer auf und hier, ups, habe ich jetzt was, und dann hier Klammer auf und man listet die Länder, die man braucht. Man muss dann nicht mehr alles x-mal wiederholen, sondern schreibt das so und hier die Klammer zu. Und so habe ich jetzt eine Abfrage, die sucht, ich muss mal ein bisschen vielleicht verkleinern den Text, so habe ich jetzt eine Abfrage, die sucht nach alle Fahrer, dessen Nation entweder Deutsch, also German oder Swiss oder Austrian ist. Ja? Und natürlich, die Liste kann ewig lang werden. Und wenn ich das speichere und dann, ich mache mal wieder groß, wegen. Und dann Run Query, dann sieht man, man hat denselben Effekt. Das andere Schöne dran ist an in, ist, ich habe in meiner Datenbank hier eine zweite Tabelle, die heißt Konstrukteure. Und in Konstrukteure ist auch ein Feld, das heißt Nation. Und wenn wir uns die Daten anschauen, das ist die Fahrertabelle und das ist die Konstrukteure-Tabelle. Und mich würde jetzt interessieren, und diese Konstrukteure kommen aus British, German, Italien etc. Mich würde jetzt interessieren, welche Fahrer oder liste mir bitte alle Fahrer auf, die aus den Nationen kommen, aus denen Konstrukteure kommen. Ja, und da ist in sehr nützlich, weil man kann auch innerhalb diese Klammern vom in kann man auch eine komplette Abfrage reinsetzen. Das heißt, ich mache es mal, glaube ich, kleiner, das ist dann besser. So, das heißt, jetzt hier suchen wir nach die Fahrer, die aus einer Nation kommen, aus der auch ein Konstrukteur kommt. Und das heißt, hier machen wir dann erstellen wir eine Query innerhalb der Klammern. Das heißt hier select Nation from, ich muss mal noch mal die Tabelle anschauen, bei Konstrukteure, das Feld heißt Nation und die Tabelle heißt Konstrukteure, also select und macht man hier distinct auch, dass man einzelne Länder kriegt, dass jedes Land nur einmal dasteht, from Konstrukt, Quatsch, warum schreibe ich das groß? From Konstrukteure. Und so habe ich jetzt nur die Fahrer, die aus einer Nation kommen, aus der auch ein Konstrukteur kommt. Wenn man das jetzt speichert und jetzt die Query ausführt, dann sieht man, da haben wir jetzt die Fahrer, die aus Ländern kommen, wo auch ein Konstrukteur herkommt. Und zum Beispiel, soviel ich weiß, lass mal hier gucken, ich tue mal das mal so machen. Ja, tu mal ausschneiden und gucken wir mal, was wir für Länder haben, aus denen die Konstrukteure kommen. Select distinct Nation from Konstrukteure und das jetzt speichern, ausführen. Dann sieht man, das sind die Länder, aus denen Konstrukteure kommen. Und zum Beispiel, ich habe hier kein Kolumbien. Obwohl ich weiß, gewisse Rennfahrer kommen aus Kolumbien, aber kein Konstrukteur kommt aus Kolumbien. Wenn
Dann haben wir zum Beispiel Portugal. Kommt dann Konstrukteur aus Portugal? Auch keiner. Das heißt, diese Fahrer werden dann bei meiner Abfrage nicht kommen. Also Fahrer aus Portugal zum Beispiel werden dann nicht erscheinen, Fahrer aus Kolumbien werden dann nicht erscheinen und so weiter. Deswegen, wenn ich jetzt meine ursprüngliche Abfrage wieder herhole und ausführe, dann sieht man, hier sind jetzt meine Fahrer begrenzt anhand dieses In-Statements. Und das ist das Schöne an dem In-Statement, das kann entweder einzelne Werte haben, die mit Komma getrennt sind, oder man kann eine komplette Abfrage in diesem In-Statement, also innerhalb der Klammern des In-Statements platzieren, und so kann man dann wirklich komplexe Filter erstellen.